New York. Meine Familie ist in Florida und ich bin in New York. Na, klingelt es bei Ihnen? Richtig. Das ist die Fortsetzung zur erfolgreichsten Komödie aller Zeiten. Kevin diesmal nicht allein zu Hause, sondern allein in New York. Verloren gegangen bei Urlaubsvorbereitungen, im falschen Flugzeug und in der falschen Stadt gelandet. Für Kevin kein Grund zur Panik. Ein Zimmer im Plaza Hotel muss da schon drin sitzen. Was ist denn? Ist für eine Telefonreservierung? Soll die Reservierung für dich sein? Nein, ich muss schon auf den Zehen stehen. Und ich kann immer noch kaum über diese Theke sehen. Und da soll ich ein Hotelzimmer reservieren? Überlegen Sie doch mal, ein Kind geht in ein Hotel und reserviert ein Zimmer. Das geht doch gar nicht. Für Kevin geht alles. Und es geht noch viel mehr. Bestens bekannt aus Teil 1, das Gaunerpaar Harry und Marvin. Natürlich Zufall, dass sie sich ausgerechnet in New York über den Weg laufen. Die Gelegenheit mit Kevin abzurechnen. Leichter gesagt als getan. Kevin allein in New York, das ist eine Mischung aus Slapstick und Comic-Verfilmung. Mit atemberaubendem Tempo geht's von Runde zu Runde. Und immer so weiter. Kevin ist um Ideen nie verlegen. Sofort stehen bleiben! Hier ist der Concierge, Sir. Ich weiß, dass du es bist. Ich hab dich schon gerochen, als du aus dem Aufzug gestiegen bist. Du warst gestern Abend auch hier, nicht wahr? Ja, Sir, das war ich. Du warst hier und hast mit meinem Bruder rumgeschmust. Erzähl mir nichts, du schmust doch wahllos mit jedem rum. Snuffy, Al, Leo, Little Mo mit dem kaputten Bein, Cheeks, Bonnie Bub, Cliff. Als es die beiden Gauner ausgerechnet auf seinen Lieblingsspielzeugladen abgesehen haben, läuft Kevin erst recht zur Hochform auf. Ist meine Frisur okay? Hey, warte mal. Weißt du nicht mehr, was letztes Jahr passiert ist? Nein. Er hätte es besser wissen sollen. Schlag auf Schlag, Gag auf Gag. Kevin lässt keine Falle für die Pechvögel aus. Nur alles schon da gewesen. Allein in New York ist keine Fortsetzung, sondern eben ein echtes Recycle-Produkt. Perfekt zwar, aber nur Aufguss. Echte Überraschungen fehlen, von uns nur 3 Sterne.